Das war mal was. Das war mal wieder was, ja. Auch nicht schlecht. Vieri ist tot. Damit ist zumindest eine persönliche Rechnung und eine im Sinne der Assassinen beglichen. Zumindest eine. Hell. Gottes Willen. Zu hell. Da sind wir wieder. In Monteregioni. Du siehst arm aus. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich mag teuer sein, aber meine Schenkel sind die extra Quattrini. Jaja, egal. Lassen wir das. Treppen hochspringen. Mache ich auch jeden Tag. Das kann er aber gut. Huch. Wo denn? Nach da. Ich dachte, wir sollen reingehen. Ha! Ich gehe in den Ring, obwohl ich nicht trainiere. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Meine Fresse. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Wir über die Villa fahren und dort versteckten Codex-Seiten. Und die dort versteckten Codex-Seiten finden. So rum. Genau. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann wird das nicht geschehen. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Würde ich auch sagen. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. In Ordnung. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Den Brief lesen. Brief lesen. Brief lesen. So, der Brief. Wo ist denn der? Inventar. Gegenstände. Eher nicht. Was dann? Datenbank. Dokumente. Briefe. Von. Da ist gar keiner, du Lügner. Ich hab keinen Brief von dir. Gegens Mikro gestoßen. Dann halt so. Sieht bekannt aus? Weitere Codex-Seiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe.
Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Gut. Den Aussichtspunkt der Villa, okay. Was ist das da hinten? Ach, ist jetzt nicht so wichtig. So, so macht das der Pro. Na, jetzt aber. So, und rauf hier. Und, und hier rauf. Ich sehe einen nackten Popo. Oh. Ja, was auch immer. Dorthin. Das war knapp. Schöne Aussicht, etwas runtergekommen, aber dennoch brauchbar. Naja, sehr runtergekommen. Hier gibt's Codex-Seiten. Na dann. Philosophische Codex-Seiten. Hallo? Ja, der kann sowas. Momentane Teleportation und so. Keine Ahnung. So geht schneller. Ups. Oh, hallo Leute da unten. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich mach gar nichts. So, wo ist die Seite? Da unten. Okay. Was war das? Ich will's umstoßen. Es wackelt ja wirklich. Aber nicht schlecht. Wieso stehen die hier einfach rum? Hallo? Noch eine? Hallo. Ich will noch eine Seite haben. Hallo. Mein Freund, warum so ungehobelt, hm? Weil ich kann. Seite. Da. So. Seite. Dort oben. Schnell wie der Wind. Blue Streak speeds by. It's Yo the Hedgehog. Was? Und klapp. Joink. Meins. Und die nächste. Da hinten. Du mich auch. Du mich auch. Und zwar ganz herzlich. Dann müssen wir erstmal raus. Aus Monte Regioni. Weil sonst können wir ja schlecht durch die Mauern laufen. Nehmen wir uns ein Pferd oder so. Dann geht's schneller. Ist hier irgendwo am Arsch der Welt. Innerhalb dieser Stadt. Mauern außerhalb. Ihr wisst schon. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was ich sagen will. So. Hi, hi. Hi, hi. Bye, bye. Ach Mist, das hat im ersten Teil mal geklappt. Wenn man dann immer wieder die Sprungtaste fürs Galoppieren gedrückt hat. Immer wieder. Hat er die ganze Zeit ho, 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 hey, ho gemacht. Das war voll lustig. Glitchbert. Glitch Horse of Doom. Ah, hier ist ein Zwillingspferd. Er traut sich nicht. Doch, er traut sich. Oh nein, wie erschreckend. Okay. So. Aber ich nehme wieder dich mit. Er wollte ja gerade auf den Baum klettern. Keine Ahnung. Ja, galopp, 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 galopp. Ach, nicht mal über den Stein kannst du springen, oder was? Alter, ihr Pferd war besser. Unser schwarzes Pferdchen. Ja, ja. Eieiei, die Kamera ist irgendwo. Da. Irgendwo. Pferd. Schlag das Pferd. Ah. So geht's, okay. Lass Ezio schreien. Nein. Böses Pferd. Böses Pferd. Böse. Sehr böse. Nein, ich bin natürlich nicht für Tierquälerei. Das ist ja auch bloß ein Pixeltier. Das zählt also nicht. Also, Klappe halten. So ist es. Hier ist ja schon ein Assassinensymbol. Wie unauffällig.
wie unauffällig. So. Und wir suchen wieder unseren Herrn Mario Auditore. Der bestimmt auch wahnsinnig mit seinen Händen gestikulieren kann. Ciao bella. Weil die Italiener, die gestikulieren ja immer so viel. Das sind so lebhafte Menschen. So lebhaft. So, wo sollen wir hin? Ah, hi. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Aha. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Ja. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Hey. Capito? Abgemacht. Den Überschuss. Batman. Was? Wie war das? Ach, das ist unser Geldbeutel. Hui. Können wir noch nichts machen? Noch gar nichts. Nein, nichts. Ja, interessant. Ach, der Typ. Ja, interagieren. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Ja. Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Gut. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Hm. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Gut. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem Wahnsinn. Führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Ja. Wollen wir uns das einmal ansehen? Von mir aus. Yay. Wie viel haben wir? Och ja, renovieren, komm, auf geht's, ab geht's. Die Bank, die braucht's auch. Der geht's auch nicht gut, komm. Bringen wir alles zumindest mal ein bisschen. Hier einen Schneider, den haben wir gar nicht. So. Was nu? Minen. Steigert auch den Wert, kostet aber viel. Mach mal einen Puff auf, komm. Hier. Mach mal einen Puff auf. Das ist schön. Brunnen. Ja, teuer. Wahnsinn. Ich denke, eine Kirche braucht kein Mensch. Ja, das reicht auch. Die Renovierung der Diebesgilde steigert die Stadt durch auch. Buon viaggio. Ja, buon viaggio, yay. Ah, plus 10.000 noch was der Wert. Und da kommt auch Geld rein. Sehr schön. Da können wir uns immer wieder Geld abholen. Das ist, was ich meinte, als ich irgendwann mal sagte in dem Let's Play jetzt schon, Geld ist in dem Spiel kein Problem. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Ja. Die klischeehafte Bücherregaltür. Sie ist es. Sie ist hier. Ah, okay. Hallo. Ich bin schneller. Aha. Du bist zu langsam, Onkel. So. Wie schneller als du? Ui.
Einen davon erkenne ich.